Guten Tag, liebe Lernende. In diesem Lehrvideo geht es um einige Anmerkungen zu einem Stück von Gotthold Ephraim Lessing namens Nathan der Weise. Er hat dieses Stück etwa 1777, 78 auf Subskriptionsbasis ins Leben gerufen. Das heißt, er hat vorher bei seinen Freunden und Kumpels und Kollegen in Deutschland per Brief angefragt, ob sie bereit wären, Geld für ein Stück auszugeben, das er schreiben möchte und in dem es um folgende zentrale Themen gehen sollte. Einmal, aufgrund seiner Biografie, Lessing stritt lange Jahre mit einem Hamburger völlig verknöcherten, dogmatischen Pfarrer namens Götze. Und das wollte er jetzt sozusagen ausbreiten auf einen Streit, den das Zeitalter durchzog, nämlich welche Religionsform ist die beste. Im Reich wurde vornehmlich darüber gestritten, welche christliche Konfession die beste sei. Lessing erweiterte das aufgrund seines humanistischen Ansatzes auf sämtliche Religionen, die es also in der Welt gibt. Und wurde persönlich nicht nur durch den guten Herrn Götze, der ihm richtig ins Revier hineinschiffte, sondern auch durch seine Freundschaft zu Moses Mendelssohn, einem Juden aus dem anhaltischen Dessau, später Berlin, der also als Jude zwar im Reich gewisse Freiheiten genoss, denn wir dürfen nicht vergessen, dass deshalb auch so viele Juden im Reich lebten, weil sie hier eine größere Freiheit besaßen als beispielsweise in England oder Frankreich oder Italien oder Spanien, zumal diese Länder. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com